Ohne Schnickschnack, einfach lecker. Ganz einfach lecker. Ich bin hier in Hamburg unterwegs und heute Morgen haben wir schon auf dem Markt den frischen Fisch gekauft und den wollen wir jetzt auch noch zubereiten. Das mache ich gemeinsam mit dem Uli von Fisch Beisel. Okay, Isabella, ja. Dann fangen wir an. Neben uns schon mal ein Filet. Hier ist die Grätenlinie, die schneiden wir uns ganz einfach raus. Dann schneiden wir in Portionen. So, ja, was ist denn eigentlich Pannfisch? Und macht man das immer mit Seelachs oder eignet sich auch ein anderer Fisch dafür? Das eignet sich auch ein anderer Fisch. Jeder Fisch, den man braten kann. Viele Restaurants machen auch drei verschiedene Fische, sodass sie ein Stück Seelachs nehmen, ein Stück Lachs nehmen und dann vielleicht noch ein Stück Zander. Die Brust ist auch schon ganz schön ordentlich. Hamburger Pfannfisch, ein Original, kommt von dem Wort in der Pfanne gebracht und in der Pfanne serviert. Das ist nicht so ein alter Hut, weil so klassische Gerichte ja auch oft irgendwie aus der Mode kommen oder wird das heute immer noch? Klassik muss nicht aus der Mode kommen. Ja. Also das, was schmeckt und was herzhaft ist, wird immer weiter verlangt. Jetzt geht's weiter nach dem Fisch, bereiten wir die Bratkartoffeln zu. Auch wieder heiße Pfanne, heißes Öl. Okay, so und für die wichtige Soße, die ist ja ausschlaggebend auch fürs Gericht, was kommt da alles? Leckere Senfsoße, da nehmen wir Sahne und dann nehmen wir einen Schuss, also 5 cl No Libra. Dann kommt Senf rein, Salz und eine Prise Zucker, um das Ganze milder abzurunden. Ja, also die Soße ist jetzt fast fertig. Ich bin ja selbst auch totaler Senf-Fan. Also die Soße werde ich auf jeden Fall zu Hause nachmachen. Mhm. Und mit ganz wenigen Zutaten ist es auch gar nicht so schwer. Für jeden an der Leichtigkeit zu machen, ohne irgendwie großartigen Kochkünsten. Genau. Ohne Schnickschnack, einfach lecker. Mhm. Und jetzt machen wir ein bisschen was Geheimes dran. Mhm. Eingelegten Knoblauch und Öl. Ja. Passt ja auch gut zum Spinat immer, Spinat und Knoblauch. Das ist auch eine ganz schnelle Sache. 2-3 Minuten, wenn der vorher blanchiert ist. Ja, jetzt muss ich sehen, wie einfach das auch geht. Ja. Also ich mache mir da immer, glaube ich, meisten, zu viele Gedanken, dass ich das Die meisten verhaue. Haben Angst davor. Ja. Einfach anpacken, machen. Und bei Pannfisch, Soße muss immer reichlich drauf sein, weil der Fisch verlangt danach die Bratkartoffeln. Ja. Das umschließt das Ganze und du hast ein volles Aroma. Okay, das ist oberlecker. Dank dem Uli habe ich hier echt nochmal sehr viel gelernt und viele Tipps bekommen zur Zubereitung vom Fisch und werde das Gericht auf jeden Fall zu Hause dann nochmal ausprobieren. Also der Pannfisch schmeckt mir richtig lecker, total gut. Und so einfach nachzumachen zu Hause, das lohnt sich auf jeden Fall.